Hi, hier ist der Lars von All About Samsung und wir haben hier heute das neue 2014er Smart Hub Interface und neuerdings hat Samsung ja gesagt, dass sie auch Spiele jetzt endlich auf den Fernseher bringen. Das heißt, sie sind nativ auf dem Fernseher vorinstalliert. Hier rechts sehen wir gerade, wie die Fernbedienung und halt auch das Note 3 ist es in dem Fall, liegen. Und jetzt hat er mit der Smart Remote auf dem Fernseher Need for Speed Most Wanted, was nativ installiert ist, gestartet. Und jetzt startet man auf dem Note 3 in dem Fall dann jetzt Need for Speed Most Wanted in der speziellen Version, die halt jetzt auf die Nutzung mit dem Smart TV ausgelegt ist. Jetzt dauert das, hier steht gerade No Game Detected. Also, okay, das falsche Note hat sich verbunden. Aber jetzt schauen wir es hier. Das Note hat jetzt gemerkt, okay, der Fernseher im Hintergrund, der zockt jetzt. Und jetzt versuche ich mal, dass der Autofokus nicht komplett abkackt. Aber ihr seht, wenn ich jetzt hier was drauf mache, ist schon was länger her, dass ich... Spiel kenne ich, glaube ich, noch. Gucken. Okay, so. Also jetzt sieht man halt, ich versuche es, der Fernseher ist halt wichtiger. Jetzt sieht man halt im Hintergrund den Fernseher. Und wenn ich hier vorne jetzt was auf dem Smartphone mache, die Bewegungen werden halt sofort übertragen. Das ist halt eigentlich die App, die man auch von Android kennt, ne? Die halt jetzt hier auf den Smart TV gepackt wurde. Und wenn ich jetzt hier was steuere, kann ich mir jetzt hier eine Strecke aussuchen. Dann nehmen wir mal Reynolds Lake, ich glaube, es war ganz gut in den Bergen. Dann nehmen wir auch den M3 GTR. Und jetzt sieht man halt im Hintergrund, kann ich jetzt alles ganz normal, wie man es auch in der App kennt, starten. Habt aber das Smartphone hier als Steuerung. Und das wird halt auch sehr schnell übertragen. Ich weiß gar nicht, welche Technik das ist, glaube ich, WLAN direkt zur Übertragung. DLNA. Okay, DLNA ist zur Übertragung nötig. Also, bitte? Das alles macht das Samsung Galaxy S3. Stimmt, also man kann auch ein Samsung Galaxy S3 und so weiter nutzen, das ist also gar kein Problem, man kann relativ viel dafür nutzen. Und jetzt habe ich das, in dem Fall das Samsung Galaxy Note 3 als Controller und kann, wenn das jetzt hier endlich funktioniert, gucken, jetzt habe ich auf die Bremse getreten, mit dem Note 3 lenken, was unglaublich schwierig ist, vor der Kamera und ich muss auf die Kamera, ich muss aufs Note 3 achten und auf den Fernseher achten. Ihr seht, das funktioniert und jetzt kann ich hier Nitro, das ist schon ewig her, aber ich habe das Spiel durchgezockt, wenn er den Bugatti Veyron komplett hat. Was auffällig ist, ist auf jeden Fall, dass die Lichteffekte hier auf der Straße ähnlich gut sind wie beim Smartphone und ich würde sagen, die Frames per Second sind auch nicht schlecht. Also es läuft komplett flüssig. Wir haben hier gerade einen dürfte das sein, also ein UHD-Fernseher, aber das Signal, Bildsignal dürfte tatsächlich Full HD sein. Also insofern übertrieben ist jetzt auch nicht so. Jetzt haben wir hier die nervige Corvette, die wir erstmal abhängen. Und dann kann ich hier tatsächlich auf dem Fernseher zocken. Im Moment ist das Ganze nur als Singleplayer verfügbar. Samsung behält es sich vor, das Ganze irgendwann mal als Multiplayer zu bringen. Technisch möglich ist es halt über DLNA ohne Probleme. Alter, nerv mich nicht, du Kackding. So, und da kann man hier drauf zocken. Das ist natürlich ganz interessant, weil damit spart man sich eigentlich die Spielekonsolen. Also ich denke mal, hier besser als eine Wii oder so ist man auf jeden Fall in Sachen Grafikqualität dicke. Problem ist natürlich, dass der... dass man hier intern auf einen Quad-Core setzt und irgendwann wird die Leistung natürlich nicht mehr ausreichen, wenn da immer weiter Spiele kommen. Und da muss man halt irgendwann gucken, ob man dann ein Upgrade-Kit, also das Evolution-Kit, nutzt, um dann halt auch die neuesten Spiele zu zocken. Wobei, im Moment gibt es halt nicht viele. Wir haben hier so ein paar Spiele. Ich werde gleich auch noch die anderen Spiele mal kurz antesten. Und das ist schon eigentlich ganz cool, weil wenn ihr überlegt, ihr braucht keine Konsole, kann einfach so vom Sofa aus zocken, auf eurem Fernseher mit einem Smartphone, was ihr eh habt. Eigentlich eine richtig coole Sache. So. Need for Speed Most Wanted haben wir jetzt erstmal durch. Jetzt starten wir mal Mini-Me, also Despicable Me, was es auch als Spiel jetzt für den Smart TV gibt. Und ich bin mal gespannt, welches Note 3, was ich hier jetzt gerade habe, sich damit jetzt verbindet. Weil ich nehme am besten einfach, zeigen wir das auch mal, nehme jetzt einfach mal die Smart Remote. Die hatte ich euch ja schon auf der CS in einem Hands-On gezeigt. Ich versuche es mal kurz einzufangen. So, die hatte ich euch im Hands-On auf der CS schon gezeigt. Das ist also die neue 2014er Smart Remote. Und im Hintergrund sieht man jetzt auch wieder den Smart TV. Und jetzt muss ich einfach nur den Button drücken, um fortzusetzen. So. Und jetzt kann ich theoretisch schon Play drücken. Und das, wie steuere ich jetzt? Ich sterbe jetzt eh irgendwie. Ich sehe es schon noch nicht wie. So, okay. Also, irgendeinen Button drücken und dann ist hier Motion Control. Offenbar keine Motion Control. Also ich muss hier drauf... Ich muss auf die Knöpfe drücken. Okay, versuchen wir es nochmal. Wir kriegen das jetzt alles hin. Revive vor 20. Ist mir kackegal. Jetzt mach halt. Diese ganze Freemium-Kacke gibt es jetzt also auf dem Fernseher. Ach, schöne neue Technik. So, Run Again.
Jetzt müssen wir nochmal das kleine Ding hier jagen. Oh, springen und los geht's. Also es sind halt auch so kleine Casual-Games, die jetzt... Ah ja, so kann ich wechseln. Ne? Also ihr seht, es ist jetzt kein neues, revolutionäres Spielprinzip, aber die Frames per Second sind okay. Und das jetzt so als kleines Casual-Game, was man auf dem Fernseher zockt, ist schon eine relativ coole Sache. Weil es gerade knifflig ist zu spielen und zu filmen. Insofern verzeiht es mir, wenn es jetzt kein neuer Highscore wird. Läuft ja die Kurve automatisch? Okay, gut. Und dann kann man... Oder auch nicht. Aber ne, das sind so kleine Casual Games, die damit auch möglich sind. So. Okay, dann geht man auf dem Smart Hub auf das grüne Symbol. Ich lerne das auch noch gerade alles. So, learning by doing. Jetzt hier oben auf das Gaming-Symbol. Oben, ihr seht es hier. Da drauf. Und dann sieht man alle Spiele, die hier drauf jetzt gerade installiert sind. Ne? Also ich habe hier Mini-Me, Minion Rush. Dann habe ich hier Golf, kann ich spielen. Das sind jetzt schon ein paar coole Spiele. Natürlich, man hat jetzt keine Millionen Spiele wie in den Google, im Google Play Store, aber das ist schon ganz cool. Real Football, das will ich auch nicht. Ich suche jetzt eigentlich hier mal Tipkick. So. Ah, ist hier drauf nicht installiert. Dustin, kannst du bei dir mal den Kick-Tipp starten? Tipkick? Ja, oder vielleicht da unten auf All Games. Na, mal schauen. Es läuft auf jeden Fall alles flüssig. Man hat hier halt auch gut Power unter der Haube. Und hier sieht man auch die anderen Spiele. Need for Speed Most Wanted, Brain Training. Also es sind halt echt so Sachen, die man... Naja, es ist jetzt keine High-End-Konsole. Ne? Es ist eher, würde ich sagen, so auf dem Niveau knapp über einer Wii. Aber ich finde es schon eine coole Sache. Aber hier sieht es nicht so aus, als ob Fußball so drauf ist. Aber wir können mal Real Football einfach ausprobieren. So. Play. Und auch hier... Lädt er natürlich wieder lang, weil man hat hier eine hohe Auflösung. Aber ich würde sagen, jetzt so schlecht ist es nicht von den Ladezeiten. Und das ist halt auch ein Spiel. Das geht aber. Ich weiß gar nicht, ob es hiermit geht mit den mit dem Note 3. Da brauchst du den richtigen Controller für. Also für das Spiel sieht man nämlich, dass man da einen richtigen Controller braucht. Deswegen gehen wir jetzt einmal ein bisschen umziehen. Dann muss ich auch nicht zocken und filmen gleichzeitig. Und dann sieht man, wie das hier aussieht. Da ist der Controller. Und hier ist dann links Real Football drauf. Das ist eigentlich eine coole Nummer, weil man kann halt darauf wirklich Fußball spielen. Ich würde sagen, von der Grafik erinnert es mich jetzt, ist schon noch besser als FIFA 98, aber an die aktuellen Spiele kommt es natürlich nicht komplett dran. Aber wir reden halt echt von einem internen Spiel, von einem Fernseher. Insofern muss man da jetzt noch nicht zu krasse Ansprüche stellen. Und wenn man hier jetzt mal auf den Controller geht, dann sieht man auch, ist halt ein üblicher Controller. Ich weiß nicht, was das für einer ist. Ob das ein spezieller Controller ist für halt den Fernseher. Sieht da, nee, es sieht nach einem ganz normalen Logitech-Controller aus, der ja, für so ein Smart TV dann halt einfach gekoppelt wird. Ich weiß nicht, ob es über Bluetooth läuft oder über DLNA dann auch. Aber es ist schon eine coole Sache, weil dann haben wir hier wirklich halbwegs vernünftige Fußballspiele dann, die man halt mal so als Casual Game nebenher zocken kann. Also insofern gefällt es mir schon ganz gut. Hier haben wir auch nochmal einen Tipkick drauf. Gucken, ob wir das jetzt auch noch gestartet bekommen. Das ist dann, glaube ich, wieder mit der Fernbedienung zu starten. Machen wir mal Torwand schießen. Und versuchen, das einzufangen. Wir sind natürlich Korea, wenn wir schon auf dem Samsung-Stand sind. Anleitung aus. Oh, ich sehe mich schon blutig verkacken. Aber Ziele weiter unten, um höher zu schießen. Ja, das geht eh in die Hose. Aber das sind halt auch so kleine so Casual Games, die man auch als App auf dem Smartphone hat. Das ist jetzt nichts Besonderes. Aber wenn man es dann direkt auf dem Fernseher hat, ohne irgendwie große Probleme, wie jetzt, es geht voll in die Hose. Jetzt schieß mal. Jetzt schnell runter. Ha! Also ne, gekonnt ist gekonnt. Und jetzt haben wir auch davon Hands-on gesehen. Ich hoffe auf jeden Fall, die neue, oder das erste Hands-on von den Spielen, die auf den neuen Smart-TVs drauf sind, hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen dazu habt, ab in die Kommentare. Ich werde auf jeden Fall versuchen, noch mehr Infos in die Kommentare und beziehungsweise in den Blogbeitrag dazu zu packen. Das hat ja alles so ein bisschen gerade on the fly. Falls ihr uns abonniert, wäre auch eine feine Sache, weil wir sind ja auf der IFA. Das heißt, wir kommen in den nächsten Tagen und Wochen noch unglaublich viele Videos. Ansonsten, ich bin der Lars von Robert Samsung und wir lesen uns die Tage sonst wieder im Blog. Ciao!